Hallo YouTube, hallo alle Zuschauer, hallo liebe Neuankömmlinge bei uns hier beim Team Haas. Ja, das ganze Team sagt einmal Hallo. 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 Moin. Mais Party. Ja, wir sind hier wieder unterwegs. Die BGA kriegt wieder mal nichts auf die Reihe. Und ja, wollen wir mal gucken, ob wir fertig werden mit dem Hässling. Mensch. Also wenn die BGA selber gegen Silo One donnert, ist kein Wunder, dass sie nichts fertig kriegen. Naja. Hast du es wenigstens auf Band? Live und in Farbe. Schönen Abzug. Einmal bitte auf der Mais-Party vorbeibringen. Ich muss gerade mit der Chefin telefonieren, die das Essen bringt, also ganz ruhig. Ich nehme auch was. Ist mir egal, entweder die Chefin oder das Essen. Steffen ist nicht erreichbar, kannst du abnehmen. Hört sich schlecht an, ja. Also an alle, die Chefin hat Sandwich und Getränke gebracht, stehen im Wiegerhäuschen, kann sich jeder was mitnehmen. Denkt aber wieder auch an die Häckslerfahrer. Wie bitte? Erst die Arbeit, dann hat Vergnügen. Ja, geh mal ins Videohäuschen. Ja, der Wurmsfahrer, der kann natürlich ein bisschen mehr essen. Der bringt mir was mit, ne? Wer schwer arbeitet, muss schwer essen. Alles Franz, klar, wie voll bist du? Alles richtig. Okay. Klappt ja mit uns drei hier wie am Schnürchen, ne? Profis am Werk. Ihr zwei seid wohl gut Trio, oder was? Das sind die zwei lustigen drei vom Felde. Super, ich mach die Bahn zu Ende und dann ist gut. Ich hab zwar noch ein bisschen Platz, aber. Alles klar. Franzose, du kannst jetzt links rausziehen. Da vorne ist direkt die Feldausfahrt. Einen Moment, Schrödi! Ich merk das schon. Wenn der Plastikbombe nicht weiter fahren. Ja, genau. Ja, taub. Digga, X-Lab braucht ihr noch was? Abfahrer. Du musst dir kurz Ladedruck hochschrauben, willst du? Da hilft auch kein Hochschrauben mehr. Lukas, da hast du was vergessen. Das ist für die Meisen. Der Telefon klingelt denn da dauernd im Funk? Mensch, das ist meins. Der Banker probiert schon die ganze Zeit. So, wir haben kein Geld. Nee, der will mir eine Altersvorsorge angehen. Der ruft wahrscheinlich an, weil die kein Geld mehr haben. Karl-Heinz, benötigt. Ah, Moment, ich war mal kurz austreten hier. Digi, du kannst dich bei uns an die Front fahren. Bin unterwegs. Nein, dann komm zu mir, ihr habt schon frei. Na, dann habe ich drei, ist doch besser. Handvoll. Zu meiner Rechten, bitte. Rainer, wie voll bist du?
Rainer, du musst schon die Funktaste drücken, damit man dich hört. Jo. Hab irgendwie ein bisschen einen Haken drin. Aber bin fast, ja, so dreiviertel voll. Kannst du hinterklemmen. Sehr gut. Nein, wir müssen über einen neuen Häcksler reden. Der taucht nichts mehr. Schnüdi, ich hab gehört, der hat einen Vorführer da. Ja, so, dann kannst du überhaupt leisten. Wenn ich möchte, kann ich mir das leisten, das ist richtig. Hier, Noble Schröder, für den kriegst du aber nichts mehr, ne? Den hast du im Internet bestellt. So was fühlst du gar nicht bei mir. Wie kaufe ich den halt für das Internet? Ich meine, dein, was ist das da? Rosselmash. Komm ran, ich bin fast voll. Ich wollte ihn mal bei eBay reinsetzen. Ich gehört, da kann man sowas kaufen. Ja, genau. Weil ich nehme die nur Gesamtzahlung. Ja. Verkauf dich schon übers Internet, da seid ihr mal keine Sorgen. Ich will nur was Neues haben. Was macht denn jetzt? Detlef, links! Uiuiui! Entschuldigung, hab dich nicht gesehen durch den Baum. Hans, sag mir, wenn ich drin bin! Na, Schüttel, abkippen, jetzt! Ich will einfach nicht gekommen. Bitterbusch, dafür ist der Agri-Bumper da. Also der Fliegel, der passt eben überhaupt nicht. Ich hab ihn schon hier gesehen. Mach mal weiter vor! Die Jäger sind auch noch nicht hier am Start. 7 km circa. Also ich glaube, der Elektriker hier von der BGA war auch beim Fasching der Erste, der immer gefeiert hat hier. Hast du was gegen Fasching? Was gegen Elektriker, die aus der BGA einen Faschingsverein machen. Franz Josef, bist du wieder da? Ja, ich bin da. Dann übernimm mal. Irgendwas stimmt mit dem Job und seinem Schlepper nicht. Digi, muss mal gucken. Fahr mal bei dir in die Werkstatt und prüf das. Ja, glaube ich besser. Oh, gut, danke. So machen wir es. Detlef. Ja, gleich, Alter. Du kannst gleich auf der anderen Seite bleiben. Dann müssen wir hier fertig. Also drin ist ein Arschstress, ey. Mach ich. Lukas! Detlef, du alter Hühnerschrecker. Wo bist du noch mit der Marie? Zur BGA hoch. Ja, wer fährt den Häcksler? Na ich. Feldrand zur 28 und BGA hoch. Ach, da hat sich jemand schlafen gelegt. Karl Heinz, ich geh mal gucken auf der Straße, ich bitte da teures Geld. Bitte was? Wessen Schlepper ist denn da müde? Geh mal auf die Straße gucken, hat einer seinen Spiegel kaputt.
Alles wieder komm, gut. Komm, ich gucke. Wir sind hier mit noch einem Abfahrer. Komm. Franz, wie weit bist du? Oh ja, 53, okay. Der Sorglos hat ein bisschen Probleme gehabt mit seinem Schlepper, deshalb habe ich den ja eben in die Werkstatt geschickt. Ja, da war irgendwie gerade was mit dem Spiegel. Hat der Sommer rein, als bist du eigentlich nur am Essen, oder? Der hat die Stühle geholt. Ich habe aufgehört zu rauchen, ich brauche das. Detlef, du musst dichter kommen. Detlef ist doch gar kein Dichter, der ist Bauer. Aber dicht ist er. Ja, geil. Oh. Fährst du wieder runter, jetzt oder nicht was? Mehr. Weil ich. Ja, fahr. Fahrerskill Level Boss. Kommst du halt zurück, glaubst du? Läuft wie geschmiert. Oder gibt's irgendwas zum Beanstanden? Wer ist denn hier für wen? Hier schmiert keiner irgendwen, außer ich dir eine. Also bei mir hat's Bruder Welle des Todes, ne? Also das ist ja nicht normal. Ah, nett, was du da machst, ne? Was hast du für eine Welle, Deppel? Ne, Boden, das ist nett. Eine Donauwelle? Also ein Stück Kuchen wäre super. Boah, ist das wunderbar hier. Das ist Profi am Werk. Bodenwelle! So geil. Moin moin. Achtung! Oh. Geht so weg. Willi, mach mal vom Drehbock die Plane zu, dann grabt das. Was? Mach mal vom Drehbock die Plane zu, dann grabt das. Nee, der Riegel hat irgendein Problem. Wenn ich da bin, guck ich das mal kurz an. Ja. Braucht noch einen Fahrer, Abfahrer oder? Keiner, sollen wir am Ende mal tauschen? Können wir mal machen. Hans, wohin? Wer hat das Problem im Getriebe? Franz Josef, kannst du aussuchen. Ich bin Getriebe nicht, aber der Fliegel hat ein Problem. Hast du die Handbremse angeschlossen? Das ja, aber da hatte ich ein Problem mit dem Häcksler. Bin voll! Du meinst bestimmt den Russenwurz da hinten, oder? Nee, war leider hier. Ach, der, ja. Was macht der jetzt hier? Ich sehe das Problem. Detlef, du bist öfter mal voll. Das sind Fliegel aus Polen. Das ist Regen. Aber Hansen, hab ich aber bei dir gekauft. Ja, du musst zurückschicken. Du, liebe Zuschauer, welche Leute hier von Polen kommen und was hier im Internet gekauft wird und was nicht, geht mir eigentlich am Arsch vorbei. So viel dazu.
Nichtsdestotrotz wünsche ich das ganze Team euch einen schönen Abend. Und hoffentlich habt ihr immer noch gut gestartet. Das Jahr ist noch sehr jung. Und vergesst nicht unten bei Steffen und Dennis reinzugucken, was die für ein Blödsinn treiben. Weil für viel mehr reicht es nicht. Und in diesem Sinne, tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.